Es war heute der erste Tag im heißen Wahlkampf, die erste Fahrt mit dem Wahlkampfbus. Wir waren heute in Köln, haben da einen Stadtspaziergang gemacht, haben ein Zentrum für Obdachlose besucht, waren dann im Museum Ludwig, haben eine Ausstellung eines polnischen Künstlers kurz besichtigt und sind dann weiter nach Bornheim gefahren zu einer Veranstaltung, wo richtig wie im Wahlkampf viele Menschen zusammengekommen sind, um eine Rede zu hören, um dann auch sich ein Stück motivieren zu lassen. Und jetzt geht's in eine Zuhörtour, wo ich die Fragen beantworte, die die Menschen mir stellen. Das ist dann schon eine sehr anstrengende Sache, vor allen Dingen, weil im Bus ich auch viele Journalisten dabei habe, die natürlich die Zeit nutzen, Fragen zu stellen. Aber es macht Spaß und wenn es die nächsten 27 Tage sind, glaube ich, noch bis zur Wahl am 9. Mai so weitergeht, dann bin ich ja ganz sicher, dann schaffen wir das.